Hey Leute, es geht ab. Herzlich willkommen. Mittlerweile ist es ein Podcast, wir nennen es jetzt Podcast, es ist kein Q&A mehr. Weil wir haben Themen und wir haben Fragen. Alles macht, das ist ja das, was die im Podcast, in Podcasts auch immer besprechen. Mhm. Ja. Mr. Olympia war, ich muss sagen, ich bin überrascht gewesen vom Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass die den Rami auf 5 machen. Also nach der Vorwahl wusste ich es schon. Also besser gesagt, ich habe ja nicht angeschaut. Du hast ja auch nicht angeschaut. Aber wo ich ein Foto gesehen habe von der Vorwahl, da wusste ich, hey Mann, der steht ganz außen. 5. oder 6. Platz. Ich habe bis jetzt immer noch kein einziges Foto von ihm gesehen auf der Bühne. Ich meine, ich habe die Vergleiche gesehen. Da wusste ich, okay, der steht ganz außen. Da haben nämlich welche diskutiert. Ich weiß nicht, wie man auf diese Schwachsinns-CD kommen kann. Der auf RX Muscle, diesem amerikanischen Sender, da hat einer gesagt, ja, die haben den nur nicht verglichen oder ganz außen hingestellt, weil die wussten eh, dass er gewinnt, die Kampfrichter. Dann denke ich mir, das wäre das erste Mal in der IFBB-Geschichte gewesen, dass sie jemanden außen hinstellen, weil sie denken, er ist Erster. Das ist absoluter Schwachsinn, wie man auf sowas kommen kann. Und ja, auf jeden Fall, den Derek mag ich, den kenne ich ja schon von früher, von Animal. Ist echt ein cooler Typ und da, mit dem habe ich schon zusammen trainiert, zusammen gearbeitet. Und ich bin froh, dass der so ein Karriere bis jetzt hingelegt hat. Ich meine, ich weiß noch, der hat die Nationals gewonnen in den USA, dann eine Woche später Tampa Pro, dann war er für Mr. Olympia qualifiziert. Also erst, er wird Profi, eine Woche später qualifiziert er sich für den Mr. Olympia, dann macht er beim Mr. Olympia mit, beim ersten Mal in 212 und wird irgendwie 5. oder 4. oder irgendwie sowas. Im nächsten Jahr dann 2. und dann 1. Und jetzt hat er in der Open mitgemacht und wird auch gleich wieder 2. Finde ich ganz cool. Ja. Ansonsten, du wolltest das ja anschauen mit einer Freundin von dir, hier so, weißt schon, so Videoabend machen. Ja. Aber da ist dann nichts draus geworden. Zeitlich nicht gepasst. Ja, vor allem, es hätte zeitlich sowieso nicht gepasst. Weil anscheinend war ja die Show so lang, dass der Wettkampf dann bei uns, also die Vorwahl der Männer, um 8 Uhr in der Früh angefangen hat. Deswegen. Ja. War jetzt auch nicht so schlimm. Ansonsten, was war noch letzte Woche? Nicht viel, ne? Ah, wir waren beim Arzt. Das habe ich ja in der Geschichte, im Podcast vom Erdem erzählt. Ja, ich wusste nicht, ob du das erzählst. Ja, das erzähle ich, scheiß drauf. Das habe ich ja im Podcast vom Erdem schon erzählt. Ja. Ich war bei dem Arzt, bei dem einen, wegen meiner anderen Hüfte. Und also der hat mir ja was total Irrsinniges vorgeschlagen. Mhm. Der Herr Professor aus München, der mich hier schon operiert hat, der hätte gesagt, ja, er macht das, zack, über die Bühne gebracht, fertig. Aber die operieren mich dann nicht mehr, weil die keine Intensivstation haben und seit dem Vorfall von letztem Mal bin ich halt ein Sicherheitsrisiko. Auf jeden Fall suchen wir halt jetzt eine andere Klinik, die das macht und ohne blöd da mir irgendwelche anderen Vorschläge oder Heilungsversuche vorzuschlagen. Das nervt mich nämlich. Wenn der Professor Doktor, der wirklich eine Koryphäe auf diesem, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen da sagen darf. Ich denke schon. Ja, Professor Dr. Dienst aus München, der ist wirklich eine Koryphäe im Bereich der Hüft-OPs. So. Und der sagt, ja, muss gemacht werden. Und dann sagt irgend so ein anderer, ah, nee, da können wir eine Osteoplastie-Dings da machen. Was der mir vorgeschlagen hat, war, also ist total abwegig, dass wir anstatt einfach eine Prothese reinzumachen, schneiden wir das Gelenk, also da wo die,
wo der Femurkopf drin sitzt. Das schneiden wir aus, nehmen dieses Stück raus, drehen es so ein bisschen, dass es nicht mehr reibt, dass die Dysplasie vielleicht behoben ist, nicht sicher, vielleicht. Dann schrauben wir es fest mit so Schrauben von außen. Hat er mir auch ein Röntgenbild gezeigt. Das sah aus wie, also die Hüfte von diesem Menschen, die war so richtig so, lauter so Schrauben drin und so. Da dachte ich mir, toll, mit dem laufe ich dann rum die ganze Zeit. Hast du ja gesehen, was meine Mutter für Schmerzen hat mit ihren Schrauben da in der Wade. Ja? Und auf jeden Fall dürfen sie nach der OP einen Monat gar nicht auftreten. Also einen Monat darf ich nicht auftreten, sonst bricht es wieder raus. Und danach so 3 bis 6 Monate nicht belasten. Dann habe ich gesagt, sie wissen schon, was ich für einen Beruf habe. Also es ist nicht so gut. Ja, das ist egal. Wenn das nicht funktioniert, können wir ja danach immer noch eine Prothese machen. Denke ich mir so, ach so, dann machen wir 2 Operationen. Wir machen die Hüfte erstmal richtig scheiße. Genau. Und dann packen wir dann eine neue Hüfte rein. Genau, wir machen erstmal richtig scheiße mit so einer Flickenteppich. Allein, dass man so vorschlägt, dass man so ein Stück aus dem Becken rausfräst und dann neu positioniert, was damit vielleicht... Auch wie das hinterher aussieht, wie du auch gesagt hast. Das sieht ja dann aus wie... Weiß ich nicht. Ich meine, genau, das geht ja auch bestimmt nicht irgendwie arthroskopisch oder, wie man so schön sagt, minimalinvasiv, sondern wenn ich da so ein Stück rausschneide, wie so Tetris, dann muss ich da auch bestimmt einen Haufen Schaden anrichten. Ja, auf jeden Fall halte ich das für absoluten Schwachsinn. Da gehen wir nicht mehr hin. Und jetzt habe ich einen neuen Termin. Morgen. Bei einem anderen morgen, 20.12. Und da werde ich die Kamera hier mitnehmen. Halt nicht rein, ja. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich begleite jetzt diesen Prozess. Ob der dann letztendlich stattfindet oder nicht, ist egal. Hauptsache, die Leute können, ich meine, die Leute wollen ja teilhaben. Okay. Ja, das, was diese Woche passiert ist, bei dir ist... Du hast erfahren, dass du Onkel bist. Ah ja, genau. Ich habe erst... meine Schwester jetzt ein Kind bekommen hätte. Die Kinder sind schon 3 und 5. Aber ich habe gar nicht realisiert, dass ich dann als Onkel zähle. Ja, doch. Wir sind verheiratet und deshalb bist du Onkel. Ich dachte nicht, ich wusste nicht, dass man dann als Onkel, also so, dass man sich einen Onkeltitel anheiraten kann. Ja. So, bei dir ist... Ah ja, genau, Autogeschichte auch noch. Es geht ja jetzt schon seit 3 Wochen, ob die Versicherung diesen Schaden übernimmt oder nicht. Ja, heute ist Montag. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Versicherung behauptet, sie seien da überhaupt nicht schuld, dass das noch nicht freigegeben wurde von ihnen, sondern die Polizei ist schuld, weil die ihnen keinen Einblick in die Ermittlungsakten gewähren, sodass die ja noch gar nicht wissen, ob sie das überhaupt freigeben können. Weil die Ermittlungen angeblich nicht abgeschlossen sind, ne? So ungefähr, ja. Jetzt kommt halt drauf an, wann die Polizei, also laut der Versicherung, es hängt davon ab, wann die Polizei dazu bereit ist, ihrem Rechtsanwalt Einblick in diese Ermittlungsakte zu gewähren, bis sie zulassen oder bis sie gewähren wiederum, dass mein Schaden bezahlt wird. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich ja in Vorlage gehen. Weißt schon, dass ich halt den Schaden einfach, dass ich zu dem BMW-Händler schon mal sage, hier reparier schon mal, ja, ich zahle, ja. Und dann hat der aber gesagt, ja, die Teile kosten 13.000. Und wenn du das erstmal bezahlst, dann läufst du da dem Geld ewig lang hinterher. Ja, hast recht. Noch hinterher. Die Teile kosten 13.000. Ist jetzt auch nicht so, was ich locker so mal hinlege, also oder besser gesagt will.
Und dann halt noch die Arbeitszeit des BMW-Händlers, die halt davon abhängt. Ja, auf jeden Fall warten wir jetzt anscheinend, angeblich, bis die Polizei soweit ist. Natürlich alles immer nur angeblich, weil ich weiß nicht, ob die mir die Wahrheit gesagt haben. Ja. Also, das ist der Status des Autos. Übrigens, danke für alle Zuschriften, die ich bekommen habe. Ich habe ja echt ein paar Horrorgeschichten von Versicherungsfällen gehört von euch. Und also danach habe ich mich auf jeden Fall nicht besser gefühlt. Aber passend dazu ist auch noch meine Heizung im Auto kaputt gegangen. Genau. Das Innenraumgebläse, sodass wir jetzt nur noch ein eiskaltes Auto haben und ab Mittwoch gar keins mehr, weil es dann in der Werkstatt ist. Also ihr müsst euch vorstellen, man denkt jetzt so, ah, die haben halt keine Heizung im Auto, aber kein Gebläse und keine Heizung im Auto ist echt scheiße. Vor allem im Winter, wenn man einsteigt und die Scheiben beschlagen, da weiß man nicht, was man machen soll. Ja, es war, also die ersten 20 Minuten waren schon echt abenteuerlich. Mhm. Und da, wo ich letztes Mal gefahren bin, da habe ich erstmal freigekratzt, aber dann war die Luft so feucht. Und während ich gefahren bin, also gleich nach dem Losfahren, während ich gefahren bin, konnte ich dann sehen, wie sich langsam von außen wieder so Eisblumen auf der Frontscheibe bilden, die dann irgendwann wieder ganz zu waren. Dann stand ich an der Ampel und dachte mir, fuck, ich kann nichts sehen. Aber du hättest, ich habe doch Dings in der Scheibenwischanlage. Ja, aber das ist Frostschutz. Ja. Okay. Das, da habe ich nicht dran gedacht. Habe ich schon gesorgt. Auf jeden Fall ist das richtig scheiße, wenn man keine Heizung im Auto hat. Man denkt, ah komm, da ist halt mal ein bisschen kalt. Da hatte ich mir auch. Aber es ist echt unvorteilhaft, sage ich mal. Wir haben ein paar Fragen und ein paar... Oh, wir müssen noch den... Kai Wiedemann, ich habe auf Instagram schon gepostet, du hast gewonnen. Bitte melde dich. Mit deiner Adresse. Ja, genau. Schreib mir eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail. Ich weiß, vielleicht hat er kein Instagram. Die E-Mail blende ich unten ein. Die mache ich unten in den Kasten. Mhm. In der Beschreibung. Da wende dich an mich bitte und damit du deinen Preis einheimsen kannst. Komisches Verb. Ja. Einheimsen, ja. Oh, okay. Wir haben Fragen und wir haben Themen. Ich glaube, wir sollten heute Fragen machen, weil wir haben ja jetzt schon Thema Mr. Olympia, Thema Hüft-OP und Thema Versicherung besprochen. Wir können ja gucken, wie weit wir kommen, weil du musst in einer Stunde essen, hast du gesagt. Ja, wir machen eh nicht alle Fragen, also weil da sind welche dabei. Die sind langweilig und doof. Sollen wir von unten anfangen? Ja, wir sollten eigentlich so anfangen, wer zuerst die Frage gestellt hat. Von der Richtung fangen wir an. Hier. Das ist gleich die erste Frage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten willst. Nimmt Marien irgendwelche Medikamente für ihre Form oder komplett natural? Das habe ich schon mal beantwortet in der Fragerunde. Kann ich aber nochmal sagen, dass ich komplett natural bin. Nicht Lifetime Netty, aber seit ja ziemlich genau 6 Jahren jetzt. Und aktuell sehe ich für mich auch absolut keinen Sinn darin, irgendwas zu stoffen oder vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber ich denke eher nicht. Von daher, ja, aktuell komplett netti. Jetzt kommt hier wieder eine Frage von jemandem, der, was mich immer so nervt, wenn die Leute immer ohne zu wissen, was abgeht, irgendwas sich denken und dann behaupten in der Frage. Mhm. Zum Beispiel, warum isst du immer sauber und vor dem Wettkampf dann zum Laden Fastfood? Ich esse nicht immer sauber. Ich esse nicht nur Hühnchen und Reis den ganzen Tag. Ich esse jeden Tag Süßigkeiten. Ich esse jeden Tag irgendwelche Kelloggs. Manchmal esse ich auch Eis. Und
Also dieses Stieleis, meine ich jetzt. Und also ich würde nicht sagen, dass das sauber ist. Aber du hast nicht immer so gegessen. Ich weiß nur, als ich dich kennengelernt habe, da hast du wirklich zu 99,9% sauber gegessen. Ja, ich hatte unterschiedliche Phasen. Das war gerade eine Phase, wo ich wirklich komplett sauber gegessen habe. Ich hatte auch schon mal davor, wo ich sehr viel halt auch so Ben und Jerry's und sowas gegessen habe. Oder wo, eine Phase, wo ich in der Woche einmal einen Cheat-Tag gemacht habe, was so wie so ein Ladetag war. Und auf jeden Fall ist es nicht korrekt, die Aussage. Ja? So. Man könnte besser fragen, warum zum Laden nicht das gleiche Essen genommen wird wie vorher. Ich muss sagen, letztes Mal haben wir das ja gemacht. Du hast ja auch vor, das beim nächsten Mal so, also noch sauberer zu machen. Komplett sauber wolltest du ja einmal versuchen zu laden. Ja, weil ich das schon mal gemacht habe und es funktioniert hat. Mhm. Da habe ich aber dann nicht richtig geladen. Ich habe einfach genau das Gleiche. Ich habe einfach nichts verändert. So. Das, glaube ich, werde ich auch mal ausprobieren. Aber vor allem, was wir als allererstes machen, ist strukturierter. Ja, weißt genau. Du, wie wir gesagt haben? Weil ich habe ja einfach immer nur gegessen den ganzen Tag. Wann es halt so reingepasst hat. Und wenn wir dann beim Athletenmeeting waren, hatte ich halt mal eine Periode, wo ich 5 oder 6 Stunden nichts gegessen habe, weil ich nichts zum Essen dabei hatte, weil ich dachte, ich esse nachher zu Hause dann. Ja, und dann war es meistens so, dass es schon 22 Uhr war und dann hatten wir. Ja, dann musste ich noch 500 Kohlenhydrate nachholen. Das kann man ja auch sehen, in dem, zum Beispiel im Italien-Video. Da sage ich doch so, ich muss heute noch 800 Dinge essen oder sowas. Ja, also nächstes Mal werden wir so machen, dass ich 6 oder 7 Mahlzeiten habe, die alle, was weiß ich, 300 Kohlenhydrate haben oder 250 und die werden auch mitgenommen und gegessen nach Plan. Aber und aus den gleichen Lebensmitteln bestehen mehr oder weniger, die ich jetzt esse, die aber auch sehr zuckerhaltig sind und nur wenn es nötig ist, wird es mit einem Burger noch beendet am Ende des Tages. Weil manchmal braucht man dieses extra Fett und so. Das, Fett und Salz. Ja, das es so reinzieht. Also diese Bombe. Mr. Olympia haben wir schon. Willst du über das reden? Stoffwechseltyp bestimmen ohne teure Tests. Also da halte ich ja gar nichts von, muss ich sagen. Also generell dieses Stoffwechseltyp ist für mich so scheißegal. Ich denke mal, er meint jetzt dieses Ektomorph, Mesomorph, genau. Was weiß ich, aber ist ja im Endeffekt scheißegal. So, wenn du aufbauen willst, ist, wenn du abnehmen willst, ist im Defizit und. Das ist genau, was ich gesagt hätte. Vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, also nicht besser, nur anders. Es ist doch scheißegal, ob du auf Papier endomesomorph bist. Außerdem glaube ich nicht, dass einer wirklich nur genau dieser eine Typ ist. Ja, deswegen sage ich ja. Ist ja so, also. Es ist doch scheißegal, ob du auf Papier endomesomorph bist oder pur ektomorph oder ektomesomorph. Unterm Strich ist es so. Du musst rausfinden, und das geht nur über längeres Ausprobieren, wo ungefähr dein Erhaltungskalorienbedarf ist. Und dann gehst du halt von da ein bisschen nach oben, wenn du aufbauen willst, guckst, was passiert. Wenn es nicht reicht, erhöhst es halt schrittweise und das Gleiche geht in die andere Richtung. Ich würde jedem empfehlen, egal ob natural oder nicht, ja, dass man mindestens 3 Gramm Protein pro Kilo macht. Und ich würde sagen,
mal so, wenn man hart trainiert, kann man anfangen mit 3 Gramm Protein pro Kilo und 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo. 0,5 Gramm Fett pro Kilo und dann gucken. Fertig. Ja. Aber das finde ich auch immer so schade, die Leute, weil es die Leute, ja, aber es ist, die Leute nehmen sich nicht die Zeit, ihren Körper kennenzulernen. Die kennen sich gar nicht so. Also habe ich oft den Eindruck, die leben einfach so vor sich hin und kennen ihren Körper nicht. Und das, ja, das ist komisch. Wofür braucht man denn irgendeinen Test, wenn ich meinen Körper, ich lebe doch da drin, ich kann doch jeden Tag selber beobachten, wie reagiert mein Körper auf dies oder das und dann für mich selber am besten herausfinden, was ich jetzt machen sollte. Ich muss jetzt lachen, weil ich habe mir gedacht, wenn man jetzt diesen Test gemacht hat und da steht jetzt da, man ist was bei sich, ja, dann weiß ich aber trotzdem noch nicht, wie viel ich essen darf oder muss. Ja. Also weißt du, was ich meine? Weil es kommt ja auch noch darauf an, bin ich Bauarbeiter und arbeite jeden Tag 8 Stunden mit der Hand oder sitze ich im Büro? Allein das ist ja schon, das hat ja nichts mit Körpertyp zu tun. Das ist ja nur, das ist ja ein Umwelteinfluss. Mhm. Den ist scheißig und dein Presslufthammer, ist es scheißegal, ob du endomorph oder ektomorph bist, das verbraucht halt eine bestimmte Anzahl an Kalorien, den zu benutzen. So, und es wird halt auch oft als Ausrede genommen. Ja, ich bin ja endomorph, ich kann nichts dafür, dass ich fett bin. Mhm. Weil ich bin genau. Endomorph. Ja. Ich brauche nur eine Pommes angucken und werde fett. So. Ja. Also, da denk ich man mir, kann halt mit jedem Pommes. Stoffwechseltypen hart werden. Ja, ein bestimmtes Ziel erreichen. Können wir mal wieder zum Derek Lunsford zurück? Ich kenne den ja und ich weiß, was der für Diäten macht vor einem Wettkampf und die sind echt hart. Also der Typ, wenn ich das machen würde, da würde ich innerhalb von einem Monat aussehen. Also ich würde innerhalb von einem Monat aussehen auf seiner Diät, als wäre ich ein Jahr in Auschwitz gewesen. Das ist so krümmel, ich muss den jetzt. Ah gut, dass wir jetzt erstmal noch eine Stunde geredet haben. Der war nur klein, die Kamera ist nicht so hoch auflösend, dass man den jetzt gesehen hätte. Auf jeden Fall, der ist mit Sicherheit endomorph, mesomorph, also so in die fette, muskelaufbauende Richtung. Mhm. Ich dagegen bin mit Sicherheit ektomesomorph. Ja? In die dünne, muskelaufbauende Richtung. Dann gibt es andere, die sind halt perfekt in der Mitte. Das sind meistens die Leute, die kennst du im Sportunterricht, die schon in der 4. Klasse so Sixpack haben und bei allen Übungen also immer total gut sind, die schnellsten Läufer, in jeder Sportart die besten. So, das sind so die pur Mesomorphen. Die haben schon so Sixpack und Muskeln so in der Grundschule. Ja? Ich war auch sehr muskulös als Kind. Ich hatte dickere Arme als die Jungs. Da gibt es diese Wunderkinder. Da hatten wir mal mindestens einen in der Klasse oder im Jahrgang. Der war immer so der hat immer die Ehrenurkunde mit Auszeichnungen bei den Bundesjugendspielen bekommen und sowas. Diese Kinder nicht so besonders. Ja, weil das waren meistens auch Angeber. Ja, ja, aber ich dachte mir mal, wie können Leute gut in Sport sein? Weil damals so in der Grundschule, da gab es halt nur Leichtathletik und da war ich grottenschlecht drin. Ich hatte auch erst gute Noten in Sport, als dann Barren und Dreck dazu kam. Nee, ich da konnte war sowas ich dann nie. Mit die Beste. Ich schwör's dir. Und Leichtathletik war immer so. Also. Ich war immer der Schlechteste bei solchen Turnsachen. Also immer, wenn es darum ging, irgendwie ein Seil hochzuklettern oder. Das konnte ich richtig gut. Boah. Schon im Kindergarten. Ich wollte gerade sagen, bei mir im Kindergarten, alle sind immer rumgeklettert, haben so Feldunterschwung, Feldaufschwung und so gemacht. Ich konnte gar nicht, jetzt klingelt es an der Tür. Wartet kurz.
Die Marina zählt weiter. Ich kenne die Geschichte doch überhaupt nicht. Nein, du hast nicht die Geschichte von dir. Ich kann die Eukalyptus-Bonbon-Geschichte erzählen. Okay. Also, es war spät abends im FitX gegen 22 Uhr, habe ich trainiert. Und ich habe schon gesehen, ein älterer Mann, der war so zwischen 45, 50 Jahre, hat mich beobachtet beim Training permanent. Und ich dachte mir, was will der Typ? Dachte schon so, das ist definitiv nicht meine Altersklasse, das war auch offensichtlich. Und dann geht er, muss ich jetzt weitererzählen? Ja, wenn du gerade mit in der Geschichte bist. Ich fühle es gerade nicht so, die Geschichte. Ach so, ja okay. Auf jeden Fall war das Amazon, falls jemanden interessiert. Schneiden wir das aus? Nein, okay. Das ist das Geilste. Die Leute wollen so. Okay, nächste Frage. Auf jeden Fall, Körpertyp bestimmen, absoluter Schwachsinn. Wir sind voll abgeschweift. Ja. Werden wir den Podcast, die nennen es auch schon so, ja, auf Spotify hochladen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, auch nicht. Kostet das Geld? Wenn ich wollte gerade sagen, kriegt man da Geld? Dann, also wenn wir Geld kriegen, dann ja. Wenn dann es Geld kostet, dann nein. Wir mal gucken, wie man das macht. Hier kommt die Hüfte links auch neu. Also erstmal geht es um die rechte. Ich kenne den Typ, der ist auch Chirurg. Mhm. Ja. Und der will jetzt wissen, ob die Hüfte links... Also erstmal geht es um die rechte. Und naja, ich bin... Es ist, der Prozess ist in Arbeit. Okay. Kurz hier, wie würdest du einen Vierer-Split aufteilen? Also ich, sagen wir mal, alle Körperteile sind gleich stark. Also man hat keine Schwächen und keine Stärken. Oder, ja, Stärken finde ich nicht so schlimm. Ich habe lieber eine Stärke als wie eine, weiß schon. Ich würde zum Beispiel nie, was ich auch, nee, aber guck, manche sagen doch, zum Beispiel der Adolf, der hat richtig guten Rücken. Mhm. Ja, und dann gibt's so, oder der Kevin Gebhardt. Mhm. Und dann sagen Leute zu denen, oh, trainier mal nicht mehr so viel Rücken. Denke ich mir, spinnt's hier? Also wenn ich richtig irgendwas total Geiles hab, dann will ich doch davon daraus Kapital schlagen. Da würde ich, zum Beispiel, jetzt sagen Leute der Nick Walker soll mal weniger Arme trainieren. Ich bin doch total bescheuert. Genau dieses, wenn man so irgendeinen Freak-Körperteil hat, das lässt dich doch immer rausstechen, finde ich persönlich. Zum Beispiel, jetzt nichts gegen den, aber der Ronny Rockel, der hatte nichts, was so signifikant rausgestochen ist. Bei dem waren alle Muskeln im Einklang und perfekt. Also richtig toll. Mhm. Aber es ist halt nicht so spektakulär, wie wenn jemand so ein, so wie wenn der, ja, wenn ich den Coleman als Beispiel nenne, bei dem ist alles brutal. Aber so wie beim Branch Warren, wo alle denken, boah, man, schon mal die Beine haben. Weil die halt so überproportional waren, dass es irgendwie, das fällt mir ins Auge. Das heißt, jetzt zurück zu der Frage, ich würde so aufteilen, ich würde Brust und Bizeps zusammen machen, ich würde Beine in einer Einheit machen, wobei ich meine, nur Oberschenkel, also Quadrizeps und Beinbizeps. Dann würde ich Schultern und Trizeps in einer Einheit machen und dann Rücken mit Waden. Das wäre mein Vierersplit. Ja. Wie würdest du einen Vierersplit machen? Hast du eigentlich einen Vierersplit? Ich habe doch einen Fünfer. Jetzt muss ich überlegen. Also ich habe Arsch mit Quadrizeps. Dann habe ich Rücken mit hinterer Schulter. Pause. Dann habe ich Arsch und Bauch. Sag mal auch, das interessiert die Leute. Ja, ich muss erst mal, also, ich habe Arsch mit Quadrizeps, dann nächsten Tag Rücken, hintere Schulter, dann ist Rest Day. Dann
ist Arsch mit Bauch, dann ist Beinbizeps und Waden. Und Schultern. Genau, und Schultern und Bauch. Also 5 Teile. Ja. Das habe ich jetzt an meinen Fingern hier gezählt. Weiß nicht, ich bin auf 6 gekommen, aber es waren 5, oder? Ja. Ja. Ich habe mit, ja, du hast 6, weil du hast einmal den Pausentag mitgezählt. Stimmt, ja. Also, das ist... Und bevor wieder jemand fragt, mein Split ist gerade folgendermaßen, wie schon seit... Oder Mo, ich wechsle eigentlich seit 19 Jahren trainiere ich. Ja, ich habe ungefähr an Weihnachten 2003 angefangen. Oder, ja, genau, Weihnachten 2003 habe ich ernsthaft angefangen. Und die meiste Zeit habe ich mit 2 Splits verbracht. Und zwar Split A, Brust und Schultern, also Brust morgens, Schultern abends, wobei Schulter komplett, auch mit Trapez. Nächster Tag Beine, und da habe ich gewechselt zwischen entweder Quadrizeps als erstes morgens und dann Beinbizeps und Waden abends oder andersrum. Und dann dritter Tag Rücken und Arme abends. Das war, genau, das war der Split A. Und Split B ist Brust morgens, Schultern und Trizeps abends. Beinbizeps, also Beintag als, Schwan. Brust morgens, Schultern und Trizeps abends. Rücken und abends hintere Schulter, Trapez und Bizeps und Unterarme. Und dritter Tag ist dann Beintag. Und meistens, oder fast eigentlich immer, mache ich so Beinbizeps in der Früh, Quadrizeps am Abend. Zuerst habe ich mit Beinbizeps immer Waden trainiert, aber jetzt, das ist neu, seit einem halben Jahr oder ein bisschen länger, mache ich die Waden mit der Brust am folgenden Tag. Genau, das war dein Vorschlag. Und dann dachte ich mir, stimmt eigentlich, weil Brust ist nur 4 oder 5 Übungen und nicht so anstrengend. Beinbizeps mit Kreuzheben und alles Mögliche macht mich immer total fertig, obwohl es halt auch nur 4 Übungen sind oder so. Vor allem hast du Waden ja immer vor Beinbizeps gemacht, sodass deine Waden schon komplett tot waren. Bei den meisten, also bei vielen Beinbizepsübungen wie Beinbeuger sitzend oder liegend, ist ja der erste Teil viel, dass der von der Wade übernommen wird. Und genau. Wenn du da schon abkackst, ist halt blöd, ne? Ja, und ich habe die zuerst gemacht, weil ich immer dachte, oh, nach dem Ganzen, was ich gerade gesagt habe, Kreuzheben und alles, da habe ich keinen Bock mehr auf Waden, dann kriegen die nicht die volle Aufmerksamkeit. Aber jetzt mache ich sie vor Brust. Und das bringt's. Also das hat es mir richtig gebracht. Ja. Nicht, dass die Waden jetzt eine Schwachstelle waren, aber es hat meinen Beinbizeps verbessert. Und meine Waden sind auch immer ziemlich gut. Ja. Und vom Brusttraining macht es überhaupt nichts, weil man ist nach den Waden nicht fertig. Und Brust geht auch ziemlich schnell. Und dann ist auch die Energieverbrauch ist besser verteilt. Mhm. Weil am Beintag davor verbrauche ich endlich viel Energie, weil ich ja meinen ganzen Unterkörper trainiert habe. Und dann das nächste Training ist nur Brust. Ja. Ja. Und da hatte ich mir immer auch so, jetzt hatte ich auch immer ein schlechtes Gewissen. Nach dem Beintraining esse ich eine bestimmte Anzahl Kohlenhydrate und nach dem Brusttraining auch, obwohl ich da überhaupt nichts irgendwie verbraucht habe. So, ja. Jetzt sind wir fast wieder abgeschwimmt. Abgeschwiffen, genau. Abgeschweift. Schau, die habe ich schon beantwortet, die Frage. Ja, gibt es Nebenwirkungen vom Stoffen? Gar ja, ach was. Vor allem, das kann man doch ganz leicht googeln. Ja, das kann man auch, das ist einfach... Aber ich mag das schon nicht, wenn Leute so
Leerzeichen und dann das Satzzeichen. Oh, da ja, wenn da, genau. Was ist das? Wie? Krieg ich Krätze von mir. Ja. Hier, ob mein nächstes Ziel 140 Kilo in der Offseason ist. Ja, ist das Ziel. Ich habe mich aber heute früh gewogen, 122,5. Beim Wettkampf, bei meinem letzten in Spanien, war ich am Morgen 122,4. Ja, ja. Aber jetzt geht's wieder aufwärts. Geiler Podcast mit Erdem. Hat er bis zum Schluss angeschaut. Da freue ich mich natürlich. Der Erdem mit Sicherheit auch. Ich hab's nicht. Ja, du musst es auch nicht anschauen. Ich weiß, ich kenne das ja eh alles. Hier fragt jemand, wie erstmal alles Gute und frohes Fest, gleichfalls. Wie das war mit dem Arzt. Haben wir ja schon besprochen. Danke der Nachfrage. Dankeschön für die tägliche Motivation. Danke dir. Warum trainieren so viele Netties? Ja, genau, warte, ich wusste nicht, ob du das machen willst. Mit Reps in Reserve. Ja. Also, warum trainieren so viele Netties immer mit dem RIR-Prinzip? Also er erklärt es. Das heißt, sie lassen ein oder zwei Wiederholungen im Tank. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, warum man sowas macht. Ich habe das weder natural noch auf Stoff jemals für gut geheißen. Oder besser gesagt, sagen wir so, jemals als besser empfunden, nicht bis zum Versagen zu trainieren. Also da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ja. Woher willst du denn wissen, ich könnte noch genau eine Wiederholung machen oder ich könnte jetzt noch genau dreimal. Das kannst du doch vorher gar nicht wissen. Also klar, du kannst, wenn du deinen Körper kennst und dein Training, kannst du es gut einschätzen, mhm, jetzt so jemand wie du. Genau. Aber du kannst es nicht ganz sicher sagen und also ich finde diese ganze Trainingsmethode absolut komisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, schau, wenn ich jetzt Hackenschmidt mache, dann weiß ich, oh, die nächste geht nicht, da brauche ich Hilfe. Mhm. Das weiß ich ja bei dir. Genau, das weißt du ja. Und die meisten, also eigentlich jeder Anfänger in den ersten Trainingsjahren kennt diesen Punkt nicht. Mhm. Und meistens sind das auch die Naturalen, okay? Weil die sind einfach noch nicht so weit, dass sie sich getraut haben oder dass sie sich dazu entschieden haben und so. Und deswegen halte ich das allein da aus diesem Grund schon nicht für eine Trainingsmethode, die tauglich ist, weil man nicht in der Lage ist, diesen Punkt zu bestimmen. Vor allem, wenn es dann so wenn man dann sagt, oh, ich trainiere mit 2 oder 3 Reps in Reserve. Es wird ja immer noch... Demnächst macht 10. Es wird ja immer noch diffuser. Also weißt du, was ich meine? Je weiter man von diesem weggeht, desto weniger greifbar wird es ja. Vor allem, ich verstehe nicht den Sinn, warum man das machen sollte. Ich verstehe es auch nicht. ZNS oder für Regeneration, also was ist der Gedanke dahinter? Ja, ich verstehe es allein. Ich meine, schau, wenn jetzt der Patrick Teutsch sagt, ich mache jetzt mit Absicht ein Rap in Reserve. Okay, dem glaube ich. Weil der, da sieht man, der weiß, wie man trainiert. Und der weiß, wie sich's anfühlen muss. Aber wenn irgendein Kaschball im Easy Fit sagt, oh, ich trainiere 2 Raps in Reserve, dann denke ich mir, du hast noch nie bis zum Versagen trainiert, so richtig bis zum Versagen. Du weißt gar nicht, wo die Grenze ist. Auf jeden Fall halte ich die Methode für Schwachsinn. Ja, und irgendwie, was mir auch aufgefallen ist, ich habe noch nie jemand gesehen, der richtig brutal war, der das gesagt hat, dass er das macht. Ja? Oh, dieses Thema ist anstrengend, weil es reizt mich immer so. Ja, ja. Weil ich immer denke, wie kann man trainieren und sich nicht anstrengen? Also wie kann man sagen,
okay, ich hätte jetzt 12 schaffen können, aber ich mache nur 10. Also ich hätte 3.000 Euro haben können, aber ich habe nur 2.000 genommen. Schau, für mich, bei mir war es schon immer so, ich habe ja schon mal diese Lichtschalter-Analogie gemacht. Mhm. Muskelwachstum findet ja nur statt, ich sage es jetzt nochmal für die Leute, Muskelwachstum findet ja nur statt, wenn man eine bestimmte Reizschwelle überschreitet. Also du musst, das ist wie Lichtschalter drücken, du musst dem Körper zeigen, pass mal auf, du warst zu schwach, du hast versagt. Das ist der Grund dann für den Körper, um sich anzupassen, um nächstes Mal stärker zu sein. Wenn ich jetzt innerhalb eines Bereichs trainiere, wo der Körper nicht denkt, er sei zu schwach gewesen, um sich an diesen Umwelteinfluss des Trainings anzupassen, dann wird nichts passieren. Mhm. Und das ist eben wie Lichtschalter drücken. Wenn hier die Wand ist und ich gehe mit dem Finger immer nur so kurz davor und ziehe dann wieder weg, dann geht das Licht nicht an. Und ich kann so oft, ich will mit dem Finger, so, ja, das kann ich so oft machen, wie ich will. Das ist das Video von Weisheiten mit Bodybuilding. Wenn ich immer ein Rep in Reserve lasse und nie drücke, dann wird es nicht hell. So, jetzt war es das mit dem Thema. Also, ich hoffe, er macht noch mal so einen Remix von deinem Finger. Kommen alles aus nichts Mützen? Ja. Wir haben sie schon seit Jahren und wir haben sie jetzt rausgesucht, um sie besticken zu lassen. Genau, endlich. Wann wieder alle Artikel im Shop? Ja, hoffentlich bald. Also wir machen bald die Nachbestellung. Wir machen neue Hoodies, T-Shirts, auch neues Motiv habe ich in Planung. Das ganze Trainingsequipment gibt es ja. Mhm. Das ist alles erhältlich in allen Größen. Gell? Gürtel, Bandagen, Armblaster, Shaker, dann die Bulletflaschen. Ja. Das gibt es ja alles. Und die Wristwraps und so. Kreide, die Flüssigkreide, alles Mögliche. Das haben wir ja alles da. Podcast war geil, bitte mehr davon. Cool. Meine Meinung zu Ashwagandha. Oh, das langweilt mich immer, Ashwagandha hier. Muss ich sagen, für mich persönlich unnötig. Also, ich habe es ausprobiert. Obwohl ich es umsonst bekommen würde, würde ich es nicht nochmal bestellen. Und ich würde auch niemandem empfehlen, das zu benutzen. Aber das ist halt meine Meinung, ja. Weihnachtsangebote bei Rickstream. Könnten wir machen, oder? Ja, ne? Könnten einen Code machen. Ab wann? Nur die Feier, also plus 24. Geben wir am Ende des Videos bekannt. Den Code. Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, machen wir, also Chris X, X-Mess. Ich dachte am Ende des Videos. Ja, nein, das machen wir jetzt gleich. Kannst ja nochmal in den Kasten da schreiben. Christmas, wie viel Prozent? Also Weihnachten. Machen wir 20. Ja, weil okay. Weihnachten ist schon cool. Christmas 20, also X. MAS 20% auf alles, außer Coachings. Okay? Außer Coachings. Ja, das muss ich raus. Aber beim letzten Mal, da war einer schnell und hat sich direkt da ein Jahr gegönnt. Ja. Willst du das beantworten? Das ist ein ernstes Thema.
Roman würde sein Leben riskieren für Bodybuilding. Was sagst du, also seine Frau, zu der Einstellung? Ja, das ist so eine sehr tiefgründige Frage, wo ich jetzt aufpassen muss, was ich sage. If he dies, he dies. Ja, ich wusste es ja vorher, worauf ich mich einlasse, und ich wusste auch ganz genau, dass du damit nicht aufhören würdest. Und das will ich ja auch nicht, weil es dein Traum ist, deine Leidenschaft, und ja. Danke. Hier, da war wieder so einer Besserwisser, der heißt Roman. Roman Steiner. Au. Der hat auch schon gepostet, dass ich ein Blender bin, ein Selbstdarsteller. Ich bin alle anderen. Bodybuilder auf der Bühne nicht immer Selbstdarsteller. Alle anderen sind in Las Vegas und du nicht. Abgerechnet wird auf der Bühne im Direktvergleich. Denke ich mir so, ja. Du warst doch 5-mal auf der Bühne. Ja. Ja. Jetzt hat er hier extra nochmal gefragt, warum ist Roman nicht in Vegas? Kann man doch ganz einfach beantworten. Weil ich nicht qualifiziert bin. So, fertig. Also wo ist das Problem da? Und anguckendem Publikum wollten wir es auch nicht. Ja. Da wäre vielleicht fürs Essen, für die Cheesecake Factory hingeflogen, aber mehr auch nicht. Der Tim ist auch nicht in Vegas. Ja. Also der Adolf ist nicht in Vegas. Kein Deutscher in der Open ist in Vegas. Ja. Ja. Und hockt da rum und schaut. Ja, das lohnt sich nicht. Doch, der Tobias Hahn ist hingeflogen. Ja, aber der ist kein Profi. Ja, aber er ist bekannt. Okay. Aber er ist hingeflogen. Und ich meine, der Emil ist auch nicht qualifiziert und ist auch nicht hingeflogen, weil Leute wie wir, die halt noch nicht qualifiziert sind, haben was Besseres zu tun, als wieder als Touristen hinzufahren. Denke ich mal, also ganz ehrlich, ja. Und ich denke sogar, der Tim, den haben sie von Rap One wahrscheinlich sogar gefragt, ob er hinfahren will. Und der hat wahrscheinlich gesagt, also das ist jetzt meine Vermutung, ja, völlig. Ja, vor Weihnachten, die Zeit ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Weil mit seiner Familie und so. Ja, wenn man dahin fliegt, dann will man ja auch ein bisschen da bleiben und nicht nach einer Woche dann schon wieder zurückfliegen. Sein letzter Wettkampf war ja der in Tampa. Mhm. Da wäre ja nächste Woche, also bloß eine Woche später, in Texas gewesen. Den hätte er ja auch machen können. Da hat er gesagt, naja, kann ich nicht mehr machen, wegen meinem Sohn. Irgendwie hat er halt eine Verpflichtung gehabt. Also ganz ehrlich, ich hätte den mitgenommen. Aber wie gesagt, ich habe ja keinen Sohn und alles. Aber er hat gesagt, nee, geht nicht. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich da wegen meinem Sohn irgendwas kann. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber so, man hat halt manchmal auch was Wichtigeres zu tun, als wie sich da den Scheiß anzuschauen. Und wenn ich mir überlege, ich bin echt froh, dass ich dieses Jahr nicht dabei war. Also als Zuschauer. Weil die anderen, die ich kenne, die saßen, haben mir welche erzählt, die saßen im Publikum, Mann, die sind eingeschlafen. Also wirklich nicht einfach so, dass sie sagen, ja, das war so langweilig, ich bin eingeschlafen. Die sind wirklich eingeschlafen. Weil die da rumsaßen 6 Stunden und sich irgendwelche Wellness und Bikini und Dings da und dann noch eine Klasse und ja, bis die endlich mal. Waren schon echt viele. Ja, 60 Starterinnen. Im First Call-Out waren allein schon 9. Das ist was nicht für ein First Call-Out. Ja, und du musst überlegen, bei Bikini, da bekommt ja jede Einzelne ihren Walk da. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 60 Bikini-Mädels, irgendwie 50 Wellness, 30 Women's Physik, 30 Women's Bodybuilding, 30 Figure, Fitness weiß ich nicht, ob es gab. Ja, gab's. Und alle bekommen ihren komischen Walk. Ja, jetzt haben wir schon, wenn das jedes Mal eine Minute dauert, haben wir schon mal 200 Minuten, was ich jetzt da aufgezählt habe ungefähr,
wo irgendwelche Mädels hin und her gehen, einzeln, und du denkst dir nur so, boah. Weißt schon, also da wäre ich durchgedreht. Das war schon, als ich da von Tampa und Texas hatte ich ja den Stream. Mhm. Das war schon echt anstrengend, weil die Bikini-Mädels auch alle irgendwie gleich aussahen. Und dann wusstest du schon gar nicht mehr, du dachtest, die war doch eben schon. Und dann ist eine in 5 verschiedenen Klassen dann da. Da gibt es ja dann Masters und Newcomer und eine startet dann da 5-mal. Das geht nur bei den Amateuren. Ja, ja, okay. Das war trotzdem, ich bin nicht ganz durchgestiegen. Ja, ja. Aber trotzdem, das stimmt schon. Also nicht, dass wir jetzt da rumlästern müssen. Aber ganz ehrlich, nächstes Jahr würde ich es irgendwie so organisieren, dass man sagt, Bodybuilding am Samstag und Bodybuilding und Classic von mir und 212 von mir aus am Samstag und Frauen am Freitag. Die Men's Physik kannst bei den Frauen mitmachen. Mhm. Aber so würde ich es machen, ganz ehrlich. Weil das ist keine Organisation. Und vor allem ersparst du auch den Männern diese Strapaze des Zwei-Tage-Wettkampfs. Mhm. Ja, du hast es alles am Samstag über die Bühne gebracht, morgens, abends, fertig. So, also so würde ich es organisieren. Aber wahrscheinlich ist der Grund, dass sie es nicht so machen, ein finanzieller. Okay, Leute, ich glaube, das war's für diese Woche. Nochmal, Kai Wiedemann, bitte melde dich. Und diese Woche gibt es natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Mhm. Wieder mit Hashtag Last. Naja, wir sollten uns was. Das hier ist der Preis. Peanut Squeeze. Also 3 Leute gewinnen, ne? Nicht einer kriegt alle 3. Genau, oder? 3 Leute gewinnen. Was haben wir hier? Das ist Salted Caramel. Das ist Toffee Fudge. Und das ist Salty Peanut. Genau. Caramel, Fudge und pur Peanut. Kommentiert drunter Hashtag Last Minute Crew und welchen Geschmack ihr haben wollt. Ich mache es noch schwieriger. Okay. Ja? Weil dann kann man noch. Sieht ein bisschen komisch aus, das ganze Öl. Weiß ich, das passiert bei Erdnussbutter immer, da setzt sich irgendwann das Öl oben ab. Man muss einfach nur entweder umrühren oder schütteln und dann ist es wieder. Aber das sind nur gute Fette. Genau. Also. Wir haben Fudge, wir haben Salted Caramel und wir haben Peanut. Sagt, welchen Geschmack ihr haben wollt. Hashtag Last Minute Crew. Und checkt unseren Store aus. Xmas 20, also Christmas 20. 20% auf alles außer Coachings. Sag's nochmal richtig auf Deutsch. Xmas 20. Genau. So verstehen die Allmanns. XMAS 20, 20% auf alles außer Coachings. Kai, melde dich. Danke dir. Das klingt wie so ein Aufruf von so einer vermissten Person. Ja. Kai, melde dich bitte. Wir sehen uns. Wir vermissen dich. Nächste Woche bei unserem Podcast. Wir haben noch keinen Namen für den Podcast. Also dann.